Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es eine neue Challenge und zwar müssen wir hier ein Boot in Bilderboot bauen und zwar nur in 10 Minuten und damit müssen wir dann diesen Parcours hier schaffen in Bilderboot. Das wird auf jeden Fall ganz schön anstrengend und Leute, ich hätte gesagt, wir stellen uns dieser Herausforderung und wir fangen sofort an und zwar ab jetzt, Leute. Also gut, ich hätte gesagt, wir bauen als erstes hier eine Art Podest oder sowas, Leute. Oder ich hätte gesagt, wir bauen so eine Art, ja, wie soll ich sagen, so auf Säulen gebautes Podest. Das wäre eigentlich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, Leute, weil wir könnten hier einfach so nach oben bauen und dann gehen diese Art Steine, Leute, also es gibt ja manchmal diese Stages, wo so Steine sind, dann einfach besser hier unten durch. Wisst ihr, wie ich meine? Weil wenn diese Plattform halt oben ist, wäre das, glaube ich, schon sehr sinnig. Aber ich bin mir da wiederum nicht ganz sicher, ob das Ganze funktioniert, ob man da nicht irgendwie versinkt oder sowas. Und deswegen, Leute, hätte ich gesagt, machen wir hier einfach noch so eine Art Kranz außenrum, den ich hoffentlich irgendwie gut baue. So. Und ich glaube, dann müsste das Ganze, glaube ich, ganz gut funktionieren. So, perfekt. Davon brauchen wir jetzt 4 Stück ungefähr. So ungefähr die Höhe. Oder vielleicht ein bisschen niedriger. Es muss ja nicht gleich so hoch sein. So, perfekt. Und dann können wir hier einfach schon oben das Podest draufbauen, Leute. Also das wird hier so Art das Podest, wo wir dann drauf sitzen werden. So, einwandfrei, Leute. Das läuft. Perfekt. Wir brauchen auch nicht so ein großes Podest. Ich glaube, so ein kleines reicht auch aus. Ja, das müsste ungefähr reichen von der Breite her. Und das ungefähr von der Länge. Ja, sieht, glaube ich, ganz gut aus. So, optimal, Leute. Und jetzt brauchen wir nochmal so 3 so welche großen Füße. Da bin ich jetzt mir aber nicht ganz so sicher, ob da überhaupt diese Steine ausreichen. Deswegen nehme ich am besten mal Metall. So, Leute. Jetzt wird's lustig. Weil ich glaube, ja, sieht ein bisschen lustig aus, wenn das eine hier hinten aus einem anderen Metall ist. Oder eher gesagt, das eine ist aus Stein und das hier ist ja aus Metall. Aber egal, Leute. Auf die Optik kommt es ja auf jeden Fall nicht an. Hauptsache, es steht irgendwas da. Und es muss uns am Ende ins Ziel bringen. Deswegen passt das, hätte ich gesagt. So, hier einfach außenrum noch dieses Art, ja, Ringchen machen. Perfekt. Und jetzt brauchen wir noch 2 Stück. Einmal hier. So. Ah, doch nicht, Leute. So. Ist echt schwer zu bauen, so, Leute. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Man glaubt es kaum. Und an alle Leute, die gerade zuschauen und die daheim Bilderboot aufzocken, die lachen sich wahrscheinlich gerade komplett verrückt, weil sie denken sich so, was macht denn der gerade da? Ja, Leute, ich weiß, ich bin nicht der beste Bauer in Bilderboot, aber ja, irgendwie muss ich ja diese Challenge hier meistern. Und ich glaube, das sieht, glaube ich, gar nicht mal so schlecht aus. Also, ich muss schon sagen, es sieht gar nicht mal wirklich so schlecht aus. Mit diesem Ding kommen wir ins Ziel, Leute. Ich sag's euch. So, let's go. Jetzt haben wir hier 4 Füße. Das passt. Wir haben ungefähr fast die Hälfte der Zeit schon rum, Leute. Wahrscheinlich, weil ich so viel laber. Aber egal. Die Plattform wird hier auf jeden Fall noch ganz schön gebaut. Oh, Leute. Ich darf mich nicht verbauen, Leute. So, oh mein Gott. Das läuft. Wir müssen noch irgendwie überlegen, wie wir den Motor hinbauen, glaube ich. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Weil wir haben bis jetzt noch gar keinen Platz dazu. Also, weil wir können ja schlecht in die Luft machen. So. Wir haben keine Steine mehr. Oh shit, Leute. Da muss das hier ausreichen. Einfach irgendwie. Ah, rot. Ich wollte rot. So. Perfekt. Das muss jetzt hier ausreichen, Leute. So. Es sieht jetzt ein bisschen lustig aus. Dann nennen wir das einfach das L-Boot. Es sieht aus wie ein L, Leute. Das passt. Das ist jetzt das L-Boot. So. Und jetzt können wir hier einfach die, ja, Art roten Steine, hätte ich gesagt, so nach unten bauen. Und dann bauen wir da einfach den Motor dran. Das Problem ist halt an der ganzen Sache, dass wir wahrscheinlich dann hier so eine Art Verbindungsstück noch bauen müssen, dass der Motor halt einfach besser hält. Aber irgendwie, Leute, geht, glaube ich, mein Plan nicht so ganz auf. Eigentlich wollte ich hier so den Platz lassen, dass diese, ja, Hindernisse da unten durchgehen. Aber ich muss hier runterbauen, weil sonst haben wir ein Problem, was, ja, den Motor anbetrifft. Oder, Leute, ich habe die Idee. Ich bin smart, Leute. Wir reißen das hier ab und bauen den Motor einfach hier oben hin und haben halt am Anfang keinen Motor. Das ist aber, glaube ich, nicht so wichtig, oder? Also wir bauen hier so einfach den Motor hin und dann trägt sich im Prinzip das hier unten ab. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann haben wir am Ende ein kleineres Boot. Das ist voll smart eigentlich.
Warum bin ich da nicht gleich früher drauf gekommen? Dann können wir im Prinzip hier gleich unseren Sitz drauf bauen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil sonst können wir überhaupt wirklich gar nicht fahren. So, perfekt. Und ich hätte vielleicht noch Ballons genommen, Leute. Ballons sind auch ganz wichtig. Wo sind Ballons? Ich habe doch, glaube ich, welche. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich hätte hier schon mal welche gesehen. Ja, hier, perfekt. So, einmal frei. Hier die ganzen Ballons. Das passt so. Hier 5 Stück. Dann hier drüben auch nochmal 5 Stück. So, oder wollen wir hier 6 Stück machen? Ich weiß es nicht, Leute. Wir müssen auf jeden Fall hier drüben einen abreißen. Oder 2, so. Und dann machen wir hier auf jeden Fall das Ganze so, hätte ich gesagt. Vielleicht hier noch eins in die Mitte. Oder ungefähr ist das die Mitte, oder? Oder vielleicht hier noch ein bisschen mehr in die Mitte. Komm, Leute, machen wir es ganz genau. So, perfekt. Danach könnten wir vielleicht noch ein Sicherheits-Jetpack mitnehmen. So, perfekt. Und dann hätte ich gesagt, nehmen wir noch am besten, was könnten wir noch mitnehmen? Vielleicht noch so ein Anker, 2 Stück. Das wäre, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht. Ja, sieht doch eigentlich, glaube ich, ganz gut aus, oder? Und was könnten wir noch mitnehmen? Eigentlich nichts, oder? Also ich glaube, es bringt uns jetzt nicht noch mehr irgendwie irgendwas. Wir haben jetzt noch 2 Minuten. Wir könnten jetzt vielleicht nochmal hier unser Boot unten verstärken. Aber sonst, glaube ich, sind wir eigentlich grob fertig, oder, Leute? Also ich glaube, so sind gar nicht fertig, aber egal. Also für meine Verhältnisse sind wir fertig. So, alle anderen hätten eh bestimmt irgendwas anderes gebaut. Aber egal. Das passt schon so grob, wie es ist. Oh mein Gott, Leute, ich kann auch wirklich bauen. Ich sag's euch. Also bauen habe ich bestimmt studiert. So, hier unten einfach am besten alles ausfüllen. Und das vielleicht auch am besten ordentlich. So, perfekto, Leute. Was baue ich da überhaupt? Habe ich mich da irgendwo gerade verbaut? Ja, wahrscheinlich habe ich mich irgendwo verbaut. So, Leute. Da habe ich mich einfach verbaut. Schon gleich am Anfang. Oh mein Gott, ich kann auch wirklich bauen. Ich sag's euch. So. Wir haben noch fast 1 Minute, Leute. Also ein bisschen weniger. Wir haben keine Steine mehr. Oh shit, Leute. Dann tun wir hier einfach die schwarzen hier drunter machen. Das passt auch. Ich glaube, das ist Kohle oder sowas. Oh mein Gott, Leute. Wie viel haben wir noch? 30 Sekunden. Ich glaube, das müssten wir hinkriegen. Ja, was ist das? Man kann nicht gescheit bauen. Irgendwie müssen wir das hier hinkriegen, Leute. Die sind auch schon leer. Dann einfach einen von diesen goldenen. Was könnten wir noch machen? Einen von den blauen. Ich glaube, das ist nur Wasser. Ich weiß es nicht, Leute. Aber egal. Ich baue jetzt hier jeden Stein, den ich habe, dahin. Habe ich hier die hier noch? Leute. So. Ich glaube, wir sind fertig, oder? Ne, hier unter dem Motor fehlen noch welche. Wir haben keine von denen mehr. Oh mein Gott, Leute. Die Zeit ist fertig. Ich kann diesen einen Stein hier auch jetzt nicht mehr wegmachen. Ich habe ihn jetzt irgendwie hier reingebaut. Aber egal. Das ist auf jeden Fall hier unser Boot. Und das sieht irgendwie anders lustig aus. Aber ja gut. Ich hätte gesagt, wir fahren damit jetzt los. So, Leute. Abfahrt. Oder auch nicht. Wo das mal da hochkommt. Hui. Sag jetzt nicht, ich komme da nicht hoch. Ah ja, doch. Jetzt. Perfekt. Also gut, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man den Jetpack jetzt schon aufsetzen sollte oder vielleicht erst später. Aber ich glaube, ich setze ihn vielleicht jetzt schon mal auf und setze mich dann hin. Geht das? Ja, das funktioniert sogar. Perfekt. Weil zur Not, falls wir den bräuchten, können wir ihn dann verwenden. So, Leute, let's go ab ins Wasser. Und ja, Leute, genauso wie es sein soll, jetzt haben wir noch gar nichts, wo wir irgendwie steuern können. Außer die Ballons oder sowas. Und ja, jetzt fahren wir hiermit einfach los. Das ist genau der Plan gewesen. Damit werden wir jetzt wahrscheinlich einfach so ganz normal fahren. Das passt eigentlich. Und wenn diese Dinger hier unten abgetragen sind, dann können wir normal weiterfahren. Und zur Not können wir hier noch sogar diese Anker verwenden. Oder die Ballons. Also gut, mal schauen, wie es wird. Das ist das erste Hindernis, Leute. Gut, da bleiben wir hängen. Okay. Aber ich glaube, es sieht ganz gut aus. Gut, wir sind auch noch gar nicht in der ersten Stage. Also schon irgendwie so halb. Aber ja, die erste Stage fängt, glaube ich, hier erst bei diesen Art Blumen oder so an. Das ist ja hier noch Art die Lobby. Und schon an der Lobby haben wir Probleme. Das läuft auf jeden Fall. So, hier sind wir auf jeden Fall, glaube ich, auch ganz gut. Ich weiß, dass hier schon die ganze Zeit irgendwelche Steine unseren Boot kaputt machen. Aber ich glaube, es sieht ganz gut aus. Also, die Steine, die halten noch. Wir könnten mal ausprobieren, was passiert, wenn wir die Ballons jetzt mal aufmachen. Passiert da was? Also, schweben wir da jetzt gleich los? Bin mir nicht ganz sicher. Nee, noch nicht. Sind, glaube ich, ein bisschen zu schwer. Aber egal, das passt schon so. Erstmal unsere Füße hier wegbekommen und danach können wir losschweben. Aber Leute, ich muss schon sagen, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Also, es sieht schon cool aus, was wir hier gebaut haben. Zweite Stage und wir haben noch alle 4 Füße. Klar, gut, ich sag mal so, die ersten 2 sind hier schon ganz schön defekt. Aber egal. Hauptsache, wir haben hier unsere Füße. Ey, Leute, das wäre einfach so lustig, wenn wir hier so ins Ziel kommen würden. Oh mein Gott.
einfach hier fliegen, diese Heuballen. Die kommen hier einfach durch diese Luft. Oha, Leute, jetzt sind wir einfach in dieser Art Kristallhöhle angekommen. Und ja, Leute, ich glaube, hier passiert aber auch nicht so viel. Deswegen, Leute, ich glaube, das könnten wir noch ganz gut überleben. Also die Füße sind auf jeden Fall noch da. Das wundert mich eigentlich. Wir sind jetzt schon bei der Hälfte und es ist eigentlich noch alles so grob dran. Also das ist eigentlich wirklich ganz gut. Wir kommen wirklich wahrscheinlich damit noch ins Ziel. Also, ja, das wäre auf jeden Fall geil. Ich sag's euch, Leute. Wir müssen bloß aufpassen, dass uns irgendwie hier dieser Boden nicht kaputt geht. Also dieser obere hier. Wisst ihr, wie ich meine so? Da unten die Füße, die können ruhig kaputt gehen, aber das obere sollte uns am besten noch, ja, irgendwie erhalten bleiben, würde ich mal sagen. Okay, Leute, hier kommen jetzt auf jeden Fall gleich Bomben runtergeflogen, glaube ich. Ja, hier sehen wir sie schon. Das ist auf jeden Fall nicht so gut. Ich glaube, das könnte unser Boot schon ganz schön kaputt machen. Aber ja gut. Und ich sehe schon, unser erster Fuß ist hier auf jeden Fall weg. Passt. Also das Unterding ist auf jeden Fall weg. Der andere, der hat hier irgendwie einen Bug. Der schwebt irgendwie das Ding noch. Oder ich glaube, der ist auch schon kaputt und der schwebt bloß genau in dem Moment gerade mit. Also ich glaube es irgendwie. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Und Leute, ich wurde hier beinahe getroffen. Das ist auf jeden Fall anders krass. Wir müssen... Oh Leute, wir haben kein Motor, fällt mir gerade auf. Wir müssen doch alles geben. Ballons, alles. Hier, haut raus, Ballons. Fliegen wir los? Kommt, Leute. Wir müssen fliegen. Wir dürfen nicht untergehen. Ich habe kein Jetpack mehr. Oh nein, Leute. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nicht untergehen. Diese Stage, die killt uns. Nein. Ey, Leute, noch leben wir. Oh mein Gott. Diese Stage, die hat uns wirklich gerade gefühlt alles zerstört. Ey, Leute, wir werden am Ende wahrscheinlich einfach draufgehen bei dieser letzten Stage. Oder bei dieser hier schon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh mein Gott, was ist das hier? Wir müssen am Ende einfach springen, Leute. Das müsst ihr euch mal überlegen, wenn wir es überhaupt dahin schaffen. Weil da kommt ja diese Schlucht, wo es dann runtergeht. Also das hier könnten wir, glaube ich, ganz gut überleben. Aber das andere hat uns wirklich davor richtig den Schaden gemacht. Das hier sieht, glaube ich, auch ganz gut aus. Also ich glaube es auf jeden Fall. Ja, gut. Es sieht, glaube ich, doch nicht so gut aus. Kommen wir hier irgendwie vielleicht hoch? Nein, 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 nein. Ich habe vielleicht gehofft, dass ich da hochkomme. Aber Leute, hätte ich den Jetpack noch gehabt, dann würde ich einfach... Oh, ja, ich dachte kurz, wir wären da noch drin gewesen. Das wäre anders krass gewesen, Leute. Aber hätten wir den Jetpack noch gehabt, wären wir vielleicht sogar noch ins Ziel gekommen. Einfach die vorletzte Stage gestorben. Also wir waren im Prinzip in der letzten Stage, aber dann hätten wir nochmal diese Schlucht überwinden müssen. Deswegen vorletzte Stage. Aber ich muss schon sagen, Leute, das war krass. Also wenn ihr es genauso krass fandet wie ich, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos bzw. die nächsten Livestreams nicht mehr. Und schreibt auf jeden Fall noch weitere coole Challenges in die Kommentare, weil dann kann ich weitere so coole Videos bringen. Und ja, Leute, ich hätte gesagt, das war's mit dem Video. Haut rein, ciao, euer Action Wolf und ciao. Harmony.